Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Total War Warhammer Deep Coup Kampagne von den Bretonen und dem Empire zusammen mit Logic. Hallo. Und endgültig, so ziemlich endgültig jedenfalls, haben wir es geschafft mit den komischen Abtrünnigen. Und wir können sogar nochmal nachsetzen, habe ich gerade gesehen, aus im Off noch. Meine Armee müsste dran stehen, an der Einnahme von Armee, so ein Wolfric soll an da. Ja, komm, das können wir automatisch machen. Ja, das braucht man nicht spielen. Sagt die Ersten. Jetzt darf ich nicht mehr dieses eigentlich mit geben minus Ritterlichkeit machen. Das heißt, ich richte die Gefangenen hin. Das ist ja viel ritterlicher. Ritterlicher. Ja, ich versklave sie. Das ist Ritterlichste. Nein! Diese zu hart! Scheiße. Sterbe ich ja, daneben. Das sind halt diese harten Truppen. Ah, die dürften nicht mehr fliehen können. Das heißt, wenn du jetzt nachziehst, haben wir sie dann endgültig down. Das ist doch herrlich. Das genau so sollte das auch laufen. Dann ziehe ich nämlich mal meine Hauptarmee jetzt zurück nach Kuron. Dann tausche ich da nämlich ein paar Trüppchen aus. Und fange dann halt an, mir hinten Lyonnais zu holen und Mousselion anzugreifen. Dann hole ich mir doch noch die kleine Provinz oben. Ja, und ich muss ihn erstmal wieder aufbauen hier unten. Genau, du wirst jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen Zeit brauchen. Ja. Ich kann Marienburger Hafen und schon bauen. Hafenstufe 2, aber so ein Leggy-Hafen. Da haben wir schon 1000 Einkommen auf Stufe 2 nur. Nice. Das ist hart. Okay. Meine Armee sind unterwegs. Okay, ich glaube, ich kann schon gar nicht mehr so groß was machen. Jetzt werden wahrscheinlich noch ein paar Fähigkeitenpunkte kommen. Genau. Questgelübde haben wir mal dazu. Anscheinend brauche ich ja diese komischen Gelübde für bessere Einheiten später. Dann geben wir ihm nochmal ein paar Trefferpunkte. Okay. Ich bleib da jetzt mal stehen mit meinem Trupp, dann ne, machen wir das dann noch zusammen. Danach ziehe ich aber alles erstmal zurück, dann bist du erstmal alleine jetzt hier. Ach, wenn das so weitergeht mit den Angreifen, dann kann ich den nie zum rekrutieren. Oder ich mach's anders so, ich ziehe die Truppen aus der Armee rüber, dann kann ich schön fröhlich weiter rekrutieren. Wenn ich versucht hatte rüberzuziehen, hat mir das die Bewegungsreichweite gekostet. Ich hoffe, bei dir ist das nicht so. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt. Ja, das müsste doch gehen. Zu zweit. To battle. Also, wie wollen wir es machen? Automatisch. Ich habe jetzt auch die Tragwalltruppen. Ja, aber das sollten wir doch automatisch hinkriegen. Das ist doch keine spannende Schlacht mehr. Da, entscheidender Sieg. Sauber. Ach, so ein Arsch! So ein Arsch! Kriegst du das noch hin? Ja, das muss doch klappen, oder? Ah, sehr gut. Die müssen weg. Raus aus meinem Land. Der ist auch schon Level 6, dein Kastellan. Zack, bang. Da haben wir's. Jetzt kannst du richtig schön dein Empire erstmal aufbauen. Aber ich würde auf jeden Fall deine Garnison in Grünburg verstärken, weil in der Richtung ja irgendwann dann auch noch die Vampirchen unterwegs sind. Ja, ja, auf die warte ich auch noch. Aber was ich jetzt wieder machen kann, theoretisch, ist, ich kann meinen Imperator wiederholen. Nice. Das ist sehr geil. Und der kriegt jetzt richtig dicke Truppen. Okay. Oh, welche von denen, die uns gerade so vermöbelt haben. Ja, da bin ich gerade dabei. So. Ich bin gespannt, wo der Zwerg so hinzieht. So, der kriegt ein paar legendäre Söldner. Ah, du kriegst ja legendäre Söldner. Ich glaube, die glaube ich nicht. Tatsächlich. Nee, die kriegen nur Vampire und Imperium. Was kriegst du da für welche? Bei meinem Rache. Oben bei dem habe ich. Also beim Imperator Karl Franz habe ich die Schwertkämpfer und hier unten habe ich diese, ich habe den Namen vergessen. Freischärler. Genau, Freischärler-Miliz. Mhm. Also okay, die könnte ich auch oben machen, aber naja. Ja, ist so egal. Jetzt überlege ich gerade, worauf ich jetzt gehe. Bewegungsreichweite, Angriffsbonus, Rüstung, Trefferpunkte. Weiß ich auch nicht. Das ist jetzt schwer. Ach, ich gehe auf Lebenspunkte. So. Dann muss der noch ein bisschen rekrutieren. Und dann habe ich erstmal fast kein Geld mehr.
Jetzt ist mein Geld tatsächlich auch recht gut aufgebraucht. Jetzt habe ich noch 834 auf der hohen Kante. Mach noch 2,7 netto. Das ist nicht so also, rosig. Netto kriege ich 3,1 noch. Was machst du brutto? 5.100. Oh, dann mache ich 6,8. Oh, ja, du hast auch 4 Armeen. Ja, und ich habe meine Ländereien ja schon deutlich länger als du. Das ja. Das hat man auch nicht vergessen. Aber dafür... Dafür hast du mit einer der geilsten Provinzen auf der ganzen Karte mit Reikland. Ja, das ist so. Das stimmt. So, das war's dann schon wieder. Sauber. Ich bin jetzt bei 141 Ritterlichkeit. Also mir fehlt noch 59, dann müsste ich den grünen Ritter herbeirufen können. Averheim ist jetzt bei uns. Also Averland. Ja. Das waren wirklich die Nullen belagert haben. Ja, passt doch, oder bist du mit denen irgendwie im Beef? Nö, aber die anderen, die mochte ich auch. Ist egal, ist egal. Na gut, dann gebe ich ab. Okay. Ja, ich freue mich auch schon auf meine neuen Truppen. Ich bin mal gespannt, ob die nächste Stufe bei mir auch genauso hart ist wie die nächste Stufe von deinen Truppen. Oh, Averland macht weiter. Die ziehen jetzt nach Wurtbad, so wie es aussieht. Richtung ja, die Stirling. Die kannst du nicht so verbreiten. In meinen Ländereien. Naja, die kannst du ja wahrscheinlich später dann einfach in deine Truppen mit aufnehmen, tippe ich mal fast drauf. Ja, gut, okay. Fraktion verrichtet, aber nicht in Carcassonne ist weg. Carcassonne. Auch noch, okay. Ja. Von wem? Keine Ahnung. Ich glaube wahrscheinlich sogar von. Von Bordeleau. Von Bordeleau. Von Bordeleau. Genau. Ist wahrscheinlich. Ach, die haben hier gegeneinander, was soll denn das? Sind doch alles Bretonier. Ja, doch. Das kann doch nicht sein. Vielleicht hatten auch die Baldelfen ihre Finger im Spiel. Ja, das könnte natürlich auch sein. Reicht das schon? Plus 6, ja, sehr schön. Okay, ich habe noch ein paar Truppen als Garnison zurückgelassen. Das kann ich sogar noch ein bisschen reduzieren, weil ich will natürlich meine härteren Truppen eigentlich haben. Kann ich da rausnehmen? Können wir jetzt plus 2? Ich muss noch mehr reduzieren. 0, alles klar. Plus 6. Also. Plus 2, da geht noch mehr. Plus 1. Sauber, okay. Das ist soweit safe. Ich frage mich gerade, wo die Zwerge hin wollen. Die sind gerade bei Eilhard. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich hoffe nicht, dass sie oben halt dahin kommen wollen zu den Städten, die ich mir jetzt einverleiben möchte. Das werde wir noch sehen. Oh, ja, das wäre aber noch ein bisschen langer Weg. Jetzt muss ich erstmal was gucken, was ich jetzt hier baue. So ein Wachhaus? Bringt mir das wirklich was? Da hinten bei Longkiel? Na. Was kann ich denn hier vielleicht noch Specialiges bauen? Ah, ja, natürlich. Ich brauche ja noch die Windmühle. Die wird auch gebaut. Bis wann geht denn die Windmühle eigentlich? Bis welche Stufe? Okay, bis 3, das passt. Das heißt, ich kann auch wirklich die Landwirtschaft und dieses komische Windmühle praktisch alles in ein kleines Ding setzen. Okay, das ist gut. Dann haben wir noch 2,5 über. Da kann ich sogar noch ein weiteres Gebäude bauen. Jetzt kann ich schon eine Färberei bauen. Die bringt mir noch mehr Geld und Handelsressourcen. Nice. Guck ich mir so fällt gerade auf, dass ich im Helmgard eine größere Garnison habe als in Altdorf. Okay. Wahrscheinlich, weil du da so ein komisches... Ja, genau. Habe ich eine Garnison, ein Wachhaus gebaut. Ach, die wollen alle nicht mehr handeln. Schweine. Was habt ihr denn dagegen? Profitiert doch jeder, das weiß man doch. Ja gut, okay, ich kann nicht viel machen. Oh, doch meine Sophia, die hat tatsächlich einen meiner Generälinnen. Die hat tatsächlich jetzt das Rittergelübde bekommen. Das ist gut. So, was mache ich denn jetzt? Ah, Technologie erforscht. Nice. So, jetzt wieder 8 Runden warten. Ah. So. Was mache ich denn jetzt noch? Ich kann wirklich nicht viel machen. Ja, ich jetzt auch nicht. Nur weiter rekrutieren. Ich rekrutiere und baue
Und dann gehe ich halt weiter nach Lyoness und so weiter. Das ist das nächste, was ich dann versuche. Du könntest, wenn du ein... Ich habe doch eigentlich auch einen Agent irgendwo gehabt. Fuck, wo war der denn? Ich habe gar keinen Agent. Nee, ich habe auch anscheinend keinen. Hatte ich nicht einen? Oh Gott, verwechsel ich das jetzt mit irgendeinem anderen Spiel? Du warst in der Armee rein. Ja, stimmt. Ah, da ist er, alles klar. Naja, weil rein theoretisch könnten wir nämlich ja mal ein bisschen so gucken. Was willst du? Ich hab nichts gemacht. So, weil du gerade aufgerufen wurdest. Ich hab's dich einfach geöffnet. Denn, könnten wir rein theoretisch ja mal so einen kleinen Agenten Richtung Sylvania schicken und schauen, wie der da so aufgestellt ist. Dann kriegen wir vielleicht so eine kleine Vorwarnzeit, bis er bei dir einfällt. Oh, was geht denn da ab? Wo denn? Kislev, das arbeitet sich oben zu den Wagern vor. Es hat schon einiges da erobert. Okay. Ja, ist halt Conqueror All, ne? All Diplomatic Options. Direkt mal ein bisschen nach Geld fragen. Die müssen noch genug haben. 1800, moderat, abgelehnt. Ach, schade. Dann halt 1300. Ah, das haben sie mir gegeben. Mhm. Sehr schön. Geil. Einfach so, ja? Ja, einfach so. Stierland, die können handeln, ah. Handeln, wollen sie? Sie wollen. Thalabergland kann auch handeln. Weiß ja. Geht ja voll ab bei dir. Aber die wollen nicht handeln. Ach so. Aber wollen sie mir vielleicht Geld geben? Kommt schon, 300? Ah, wollen sie nicht. Schade. Ach, Stierland habe ich noch nicht gefragt. Die wollen bestimmt. Ja, pass auf, dass die dich da nicht nachher in irgendwelche komischen Sachen hier mit reinziehen. Ich frage hier nur noch Geld, ich gebe dir kein Bündnis. So 300 haben sie mir gegeben. So, Ostland kann handeln, wollen die mit mir? Ne, ja, die wollen auch nicht. Okay, gut, ich glaube, bei der Runde brauche ich nicht gehen. Da will keiner mehr mit mir handeln. Na gut. So. Ich will später eigentlich mal nur ganze Armeen aus Reitern haben. Katapulte. Ich könnte meinen Castellan Technicus jetzt zum Erzlektor oder Meisterspion machen, aber warte, ich guck mal kurz, was das bringt. Öffentliche Ordnung plus 3, Reduktion von vampirischer und Chaos-Korruption, okay. Verleiht den Charakter den Titel aus Erfolgschance der Heldenaktion. Achso, das ist okay, Meisterspion ist für einen Held, aber ich habe keinen Held. Dann bleibt der Castellan Technicus. Ja gut, dann kann ich schon wieder abgeben. Ja, das Klärchen. Steht's jetzt mit deinen Kohlen? Kannst du genug bauen? Ja, ich habe gerade 7 in der Tasche. Und 2,8 kriege ich netto. Hm. Und meine Armeen rekrutieren schön. Ich tippe jetzt mal drauf, so viel. Oh, Vampir kommt. Ja, Grünburg. Ich seh's. Was hat's denn 18 Leute? Es ist nicht sein Haupttyp. In Grünburg. Ja. Meinst du, das kriegst du alleine hin? Ich hoffe. Naja, ich bin jetzt gerade in der Position, dass ich nicht so viel Truppen habe. Ja, ich müsste es eigentlich schaffen. Ich weiß nicht. Vielleicht will er auch nur Thalabekheim haben. Ich will jetzt ja mir nämlich ja eigentlich hier hinten noch Lyoness und so weiter holen. Aber wenn du jetzt wirklich auf die Schnauze kriegst, dann komme ich natürlich erstmal wieder zu dir. Ja, noch kriege ich ja nicht. Noch weiß ich ja nicht mal, ob sie zu mir wollen. Na gut. Werden sie es wahrscheinlich wollen, aber ich weiß noch nicht. Das ist ja super. Ich will jetzt endlich mal rekrutieren. Ich will nicht die ganze Zeit meinen Einheiten rumschicken, die müssen mal rekrutieren. Kann doch gar nicht sein. Mann. Meine neuen Truppen sind super teuer. Ich kann nur 4 überhaupt rekrutieren pro Runde. Aber dafür sind die, glaube ich, ziemlich fett. Ja, für das Geld sollten sie das auch sein. Ich hoffe es. Im Unterhalt sind die gar nicht so teuer. Die kosten 140 jetzt, wenn ich diese Ritterlichkeit freigeschaltet habe. Aber halt in der Anschaffung kosten die super viel. So. Ach, ich weiß jetzt, wofür dies ermöglicht, Rekrutierung ist bei deinem Schmiedehaus. Was denn? Das ist, diese Truppen, die kriegst du durch ein anderes Gebäude. Wahrscheinlich durch die Kaserne Stufe 3. Und du kannst die erst bauen, wenn du Kaserne Stufe 3 hast und die Schmiede.
Weil was du da durch dieses Gebäude wirklich rekrutieren kannst, sind diese kleinen Bilder oben rechts in der Ecke. Ja, also wenn ich jetzt die Schmiede baue, kann ich jetzt nur diese Armored Spearman, Armored Swordsman bauen. Und die anderen halt nur, wenn ich die Kaserne Stufe 3 auch noch hätte. Ja, aber das ist ja, das mit den Bildchen ist ja nur mit ohne Radius. Dank Radius kriegen wir ja noch welche dazu. Nee, und Radius bindet ja teilweise an andere Gebäude. Bei mir stehen da diese Radius-Truppen. Diese okay. Armored Swordsman und Armored Spearman, die sind ja nicht normal. Okay. Und die sehe ich als Bildchen da. Naja, gut. Weil ich könnte jetzt auch die Schmiede bauen, dann würde ich aber wahrscheinlich nur diese zwei Truppen bauen können. Und die anderen nur, wenn ich die Kasernenstufe 3 habe, weil diese, die ich da kriegen würde, sind alles die Truppen, die ich freischalte, wenn ich die Kasernenstufe 3 kriege. Okay. Also, ja. Na gut. Jetzt ist nur die Frage. Gehe ich jetzt auf die Schmiede oder gehe ich auf den Tempel des Sigma? Keine Ahnung. Das musst du selber wissen. Ich gehe auf die Schmiede. Ich habe ja gesehen, was diese Sperrkrieger und so können. Ja, die waren hart. King Luen. Ich bin auch die Vampire gespannt. Am Anfang müssen die Vampirtruppen noch relativ scheiße sein. Aber dank Radius gleicht ja selbst am Anfang da schon die Stärke ein bisschen aus. Ist halt so ein bisschen das Problem. Und die Generäle sind halt super mächtig bei den Vampiren. Die kommen schon ganz ordentlich. Ja, na gut. We have met before. Spellcaster. Ich werde wahrscheinlich alle Armeen runterziehen müssen. Das dachte ich mir schon. Lass nicht vergessen, er wird mit seinen Truppen, die werden nicht voll sein. Weil sobald er ja über nicht hier verseuchtes Land geht, dann verliert er ja Truppen. Der ist schon ein bisschen unterwegs. Ja, aber sie sehen ja noch gut aus, seine Truppen. Achso, ich kann sie nicht einsehen tatsächlich. Achso, ich kann sagen. Okay. Achso. Ja gut, aber deine sehen jetzt ja auch nicht so schlecht aus. Und wenn ich das mal so zusammenrechne, hast du mehr, auf jeden Fall deutlich mehr als eine Armee. Ich komme jetzt hier schon auf 24, ja, 28 plus Garnison. Also das sollte doch was werden. Ich habe auf jeden Fall mehr. Na siehste. Na gut, dann kann ich schon wieder abgeben. Sauber. Oh, die Skellinger kommen mit einer Armee runter. Oh. Sind an der Mündung. Aber mit denen habe ich noch nicht mal Krieg. Ich glaube, mit denen ist man doch standardgemäß im Krieg, oder? Nee, nur erst wenn das Chaos kommt. Ich glaube, es ist nicht sowas wie mit Rebellen früher oder so, dass du mit denen einfach grundsätzlich im Beef bist. Mit Rebellen ist man generell im Krieg, ja. Mit den Vagern bin ich nicht im Beef. Auf jeden Fall, ich schaue schon mal kurz rein. Ja, die Vager existieren gar nicht mehr irgendwie. Ich bin im Krieg mit den Skellingern, Vampirfürsten und von Karstein. Okay, das heißt, die sind wahrscheinlich... Die Vager existieren unterwegs. Gar nicht mehr. Irgendwie. Entweder habe ich die Vager noch nicht entdeckt oder die existieren einfach nicht. Also bei mir wurden sie gerade mit aufgeführt, als es durchgelaufen ist. Also, so. Die mögen mich zwar nicht, aber ich habe keinen Krieg mit den Skellingern. Okay. Naja. Und die Vampire haben sich wieder... Ja, die sind weg. Die sind abgehauen. Okay, naja, das ist ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, dann kann ich endlich in Ruhe rekrutieren hier. Oh ja. Alter, ist das alles teuer. So zu Ewigkeit dauern, bis ich da meine Armeen zusammen habe. Ich kann fast überlegen, wieder die normalen Truppen am Ende mir zu holen. Weil wenn ich das ist ansonsten noch erstmal... Ja, ich stehe gerade die Truppen. Die kosten 1400 in der Anschaffung kosten diese King's Own Swords. 1400? Ja, 1400. Das ist... 160 unter. Was ist das, ja? Ja, deswegen. Ich hoffe mir, dass diese Armee dafür auch ultra heftig wird. Aber ich werde sie weiterhin aufrüsten. Ja, wie viel kostet denn einer bei mir? Einer kostet bei mir 776. Aber ich mal, dass meine auch so viel besser sind. Was ich nicht glaube. Ich bin mal gespannt auf die Skellinger, wo sie jetzt hinwollen. Mal gut, so, ich habe jetzt bei meinem Imperator 3 legendäre Einheiten drin. Ui. Und bei dem anderen auch. Na gut, ich meine, der Vampir ist ja eh jetzt wieder weg.
Wie kannst du denn von diesen Söldnern den holen? Ja, 3 pro Söldnereinheit. Also 3 Schwertkämpfer habe ich jetzt alle 3 und 3. Ich krieg diesen Namen nicht im Kopf. Freischärler-Miliz. Ja. Okay. Stierlands Rache heißen die. Alles klar. Die Schwertkämpfer, irgendwas mit Söhne von, ja, Söhne Sigmas. Okay. Ja, jetzt habe ich kein Geld mehr, um irgendwas zu bauen. Ja, gut. Ja. Dann kann ich schon wieder abgeben, eigentlich. Mach das. Bin mal gespannt, wo die jetzt hingehen, die guten Skellinger. Wenn sie an Land gehen, dann hätte ich ja vielleicht, meine Armee ist zwar noch nicht voll, aber es wäre ja schon mal ein lohnendes Ziel. Ich hoffe nicht, dass sie Marienburg angreifen, weil es ein Hafen ist, da müssten sie recht gut rankommen können. Wollten die nicht mit irgendeinem DLC auch noch eigentlich Schiffe mit reinbringen? Das weiß ich gar nicht. Ich habe da schon so Konzeptzeichnungen gesehen, offizielle zu... Dann bei den Zwergen, da haben die so richtig witzige, wie so diese ersten Dreadnought-Schiffe im Endeffekt. Das sah ganz cool aus. Die Vampire reißen das Mondland nieder. Also die gehen. Oh, da macht TS gerade einen Abgang. TS? Skype. Ja. Skype, tatsächlich Skype. Ja. Diesmal ist es ja kein TS. Diesmal ist es kein TS. Weil ich noch Speerträger vergesse. So, jetzt kommt Speerträger dazu. Alter, ist das alles teuer. Aber dafür habe ich nächste Runde tatsächlich dann... Nee, übernächste Runde habe ich eine komplette Armee dann voll. Der Leon Coeur, der ist dann mein Anführer. Der hat dann eine komplette Armee mit 9 Truppen. Aber der zweite, der kriegt dann halt eher die Billo-Truppen. Das geht nicht. Ich will auch mal wieder Gebäude bauen können. Mission erteilt. Besiegt eine Streitkraft von einem der folgenden Fraktionen. Haverland, Halbmonisch. Was? Ach, keine Ahnung. Ach so, okay. Der Auftrag ist von Haverland. Ah. Ich greife doch jetzt nicht Stierland an, willst mich. Nee, ist ganz vergessen. Ja, ich sag doch, die versuchen nicht da immer sowas mit reinzuziehen am Ende. Dann ist das auch noch ein Auftrag, dann klingt das auch so verlockend. So. Ja, das war schon wieder. Ich hab schon wieder kein Geld mehr. Das sieht aber mein Castellan-Technikus. Mein Castellan Technicus ist jetzt Rang 7. Und der kriegt jetzt den großen Hammer des Sigmas. Devotee of the Lady. Okay. So, ja, das war's wirklich. Was habe ich denn noch so für legendäre Einheiten? Rang 8, da kann ich die Flagge landen. Und die Musketen schützen. Aha. Das klingt ja nicht schlecht. Die Musketen sind ganz cool. Hexenhammer. Großkanone, Hexenhammer. Was ist denn eine Großkanone? Aber nur eine Kanone oder wie? Ich kann die Bilder leider nicht sehen. Oh, sogar legendäre Kavallerie. Geil. Und dieser magische Streitwagen da, den gibt's auch einen legendär. Und diese Raketenwerferartillerie. Ja, aber. Ja, ich das kann auch dauern. Den Standardmörser mit eines der geilsten Sachen halt wegen der Flugkurve tatsächlich. Deswegen, selbst später habe ich tatsächlich immer noch von denen welche dabei gehabt. Wenn die dann nämlich immer schön gelevelt sind, dann hauen die auch noch später ganz gut rein und mit der Flugkurve kannst du halt selbst in einer schweren Belagerung oder sowas, kann halt über alles drüber hinwegschießen. Das ist schon ganz cool. Das hoffe ich mir auch von meinen Tribuchets tatsächlich. Die schießen ja wie die Unnager, den Attila. Ah. Okay, ja, dann ist nicht so geil. Bastogne ist vernichtet. Alter. Also, was ist Bastogne? War das nicht auch irgendwo oben bei dir? Ja, irgendwie schon. Also die... Hier ist auf jeden Fall ordentlich alles... Zwerge. Im Umwälzenbereich. Ja, die Karakzi fliehen. Die breiten sich hier gut aus. Die haben Burg Bastogne erobert. Und die Bordeleau werden auch schon angegriffen. Also, bei dir da unten wird ziemlich hart gekämpft. Ja, deswegen mische ich da jetzt auch mal mit. Okay, die Skellinger haben sich wieder verdrückt. Ja. Du müsst nicht mit, du gehst dahin und klaust die Städte. Genau. Naja, nicht unbedingt. Den Vampir werde ich da angreifen. Ja, gut, okay. Also sonst hast du kein Beef da unten. Das sind ja die einzigen, mit denen du wirklich Beef haben würdest, wenn du jetzt da runtergehst. Mhm. Andere mögen dich ja eigentlich. Ja, so 50-50. Die hassen mich nicht, aber die mögen mich auch nicht.
Die Bordeleo mögt mich sogar. Das ist doch gut. Ja, warum? Keine Ahnung. Gut, aber kann ich schon wieder gar nicht machen. Ich bin nur am Rekrutieren. Das kostet. Ja, ich habe zwei 16er Armeen. Ja, ich habe nächste Runde ist mein Haupttyp voll. Da hat er Armored Swordsman und Armored Spearman. Nice. Ich kann sie rekrutieren. Nice. Champion of the Lady. Sehr geil. Weil wenn du Truppen über hast, kannst du natürlich auch eine Armee zu mir nach oben schicken. Ja, das wäre das Mindeste, was ich für dich tun kann, so wie du mir hier geholfen hast. Er muss ja auch nicht zwangsläufig, also der Vampir kann durchaus ein sehr gefährlicher Gegner sein. 800 kosten jetzt die Armored Swordsman. Ja, geht noch. Aber wenn du willst, dann brauchst du ja keine volle. Dann mach so eine halbe, dreiviertel Armee oder weiß ich was. Dann kannst du bei dem, wenn ich den Vampir angreife, weil da, wenn ich die Stadt belagere, das wird ein bisschen härter werden. Der hat auch eine Garnison auch dauern, mit drin und so. Das wird schon, glaube ich, hart werden. Kann dauern, bis ich bei dir bin. Ja, ist okay. Also der hat alleine an Garnison in Mousselion hat der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Mann. Und eine Mauer. Also, da kommt schon noch ein bisschen was. Ja, ich rüste ja eh zwei Armeen hoch. Das dauert bei mir tatsächlich auch noch ein bisschen. Ich werde jetzt erstmal mit meiner ersten Armee, die ist jetzt nächste Runde komplett, mit der gehe ich dann schon mal nach Lyonnais, was ja kaputt ist, und besiedel das erstmal. Und dann schaue ich einfach mal so ein bisschen, was da so geht. Ich werde wahrscheinlich früher oder später noch umbauen müssen. Ich will eigentlich gar nicht in meine Hauptprovinz rekrutieren. Weil dafür brauche ich so viel Gebäude. Da will ich schön die ganzen... Meine Hauptprovinz muss immer super reich sein. Deswegen werde ich mal gucken, ob ich nicht vielleicht über Marienburg am Ende rekrutiere oder sowas. Oder vielleicht sogar über Lyonnais hinten. Das müsste auch gehen. Ja, warum mag ich nicht? Ich rekrutiere jetzt über Helmgard. Also, ja gut. Ich habe ja 4 Städte in meiner Provinz. Das ist ja schön. Ja, ich weiß. Du hast ja immer nur 2 da oben. Yep. Das ist nicht so geil. Da kann ich es mir leisten, eine Stadt für Rekrutierung hinzugeben. Könnte die Skellinger scheinen doch nicht irgendwas gemacht wollen zu wollen. Stirland wurde vernichtet. Was? Stirland? Ja. Oh. Ja, und Karaknorn wurde vernichtet. Was wurde vernichtet? Karaknorn auch. Karaknorn, die waren doch irgendwo unten. Ja, ich glaube auch. Müsste irgendwo da in der Nähe vom Hauptzwerg sein. Es gibt einfach zu viele Zwergenfraktionen. Ja, da gibt's echt eine Menge. Kann ich jetzt irgendwas bauen? Ich könnte auch eigentlich mal wieder ein bisschen was Normales bauen. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, dann krieg ich noch ein bisschen extra Kohlen. Ja, komm. Ich gebe mir mal einen Hafen. Also langsam sinkt auch mein Netto. Ja, ich bin auch bei 2,8. Okay. Ist ja nicht schlecht. Ich habe jetzt auch nicht wieder die billigen Truppen holen können. Nein. Das mache ich jetzt nicht. Ich bleib bei den Guten. Und warte dann lieber. Wir brauchen ja auch noch Geld. Stirland und Karaknorn, alles klar. Wir brauchen ja noch Geld, um Lyonnais zu besiedeln. Da bin ich auch mal gespannt. So, was hole ich mir denn noch Feines in die Armee rein? Ah, jetzt sieht's nicht mehr so gut aus mit Fernkämpfer. Also gibt's ein paar Fernkämpfer. Ja, also einmal Ranger Crossbowman dürfte zu wenig sein. Und diese Freischärler haben auch keine wirklich große Reichweite gehabt, gefühlt. Also so 100%ige Fäng. Nee, das sind eher so Einheiten, die stellst du vorne hin, die schießen dann auf die und dann gehen sie in Nahkampf. Das sind ja auch Nahkampfeinheiten. Eigentlich. Ja, aber ich habe die ja schon auch gespielt. Jetzt mit dir zusammen und ich fand im Nahkampf, also im Fernkampf waren die nicht gut, im Nahkampf waren sie scheiße. Ja, gut. Das ist halt einfach nur eine Nahkampfeinheit mit Pistolen. Ja, aber ich meine halt... Die Möglichkeit haben, beides zu machen. Ja, wenn sie bei beiden halt kacke sind, ist auch nicht gut. Ja, aber die sollten schon was können hier, die Legendären. Hoffen wir es mal. Einheitenrang 9, vielleicht sind die auch legendär schlecht, das weißt du ja nicht.
Aber die Schwertkämpfer wenigstens. Ja, ich glaube auch. Die müssen gut. Die neueren. Ah, ich sehe schon, du bist schon unterwegs. Das war schon, ja. Wo soll ich denn lang? Soll ich einfach mal hier durch die. Wer ist denn das? Kannst du prinzipiell gesehen auch machen. Ach, Toys, die Fraktion kenne ich gar nicht. Ob ich da einfach durchgehe oder oben über dich lang? Kannst auch oben lang gehen, weil ich muss noch nach Lyonnais mit meiner Hauptarmee. Das nehme ja, ich musst erst ja ein. Auch. Und ja. Dann nach Mousselion. Und das dauert ja ein bisschen. Nur Karakter fliehen will nicht Angriffspakt. Die merken wohl, dass ich gerade meine Armeen bewege. Gut, okay, die eine. Und die haben. Naja. Na, jetzt habe ich auch die Waage gesehen. Okay. Oh, ich habe eine Eigenschaft erhalten. Sophia de Souveterre, die ist jetzt die Erdritterlichkeit plus 15 bekommen und Kontrolle plus 5 in der lokalen Provinz. Geil! Dann kann ich da nämlich. Wo ist sie denn? Das muss sie sein, ja. Perfekt, dann kriege ich da jetzt sogar ein Plus rein. In Sachen öffentliche Ordnung. Da ist nämlich gerade alles nur so auf Null. Ab nach Lyonnais. Das bei Kunst. 1400 kolonisieren, das passt. Ja, müsste ich aber ein paar Einheiten. Ach nee, doch nicht. Okay. Wie ist das denn nicht so schlimm wie in Attila mit den Einheiten? Nee, es geht. Da besiedelst du deine Stadt, ist deine Armee einfach leer. Genau. Hier sind es jetzt, also die Runde und dann die nächste. Dann müsste ich eigentlich schon wieder voll sein. Also wenn ich hier durch Artois durchgehe, dann bin ich auch ungefähr in zwei Runden bei Mousselion. Ja, nice. Und über dich drüber bräuchte ich, glaube ich, vier Runden. Also ich brauche eins, zwei auf meinen Land. Du kannst auch über meine Land gehen. Ja gut, Ich glaube, ich kann frühestens in drei Runden angreifen, dann können wir auch noch eine warten, dann kriegst du keinen Diplomatie-Malus. Ja, die mögen mich eh noch nicht so, die Artois. Yes. Weil ich Abkommen mit dir hab. Das mögen ja. Die gar nicht. Ja, ja. Geil. Uns machen wir ein paar extra Leute ab. I have seen the way. Ich mein Imperator kriegst die feinsten Truppen. Sehr gut. Okay, ich bin durch. Ja, viel werde ich auch nicht machen. Ich meine, wir beide das zusammen müssten Mousselion eigentlich kriegen. Ich weiß auch gar nicht, ob er da jetzt großartig Truppen noch drin hat. So, ja, das war schon wieder fast. Genug Geld, um irgendwas zu rekrutieren, habe ich auch nicht wirklich. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich will jetzt auch gar nicht mehr so viel höher rekrutieren, weil ich will jetzt eigentlich noch ein bisschen bauen, um mehr Geld reinzukriegen halt. Weil wenn ich jetzt meine zweite Armee noch mit den neuesten Truppen aufziehen würde, dann würde ich so gut wie kein Netto mehr machen. Dann bin ich vielleicht bei 1000 Netto oder so und das ist zu wenig. Ja, ich komme ja schon ein bisschen mit meiner Armee. Ja, sieht doch gut aus. Das sieht geil aus. Ich hoffe tatsächlich, dass er jetzt noch ein paar Truppen hat extra in Mousselion, weil dann könnte es eine geile Schlacht werden. Also meine zwei besseren Truppen, ist meine Armee da. Deine besseren Truppen und dann. Ja, das ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Und dritte Runde wird dann Angriff. Ja, das passt doch. Das passt doch. So. Genauso lange baue ich auch. Okay, das ist ja super. Dann bin ich schon wieder fertig. Nice. Eigentlich muss ich danach, irgendwann müsste ich mir nochmal Gorsel holen, damit ich meine Provinz hier hinten voll kriege. Von Marienburg. Sind das nicht drei? Ne, das sind zwei, oder? Das sind auch alles leider nur zwei. Nicht mal eine Dreierprovinz gönnt die mir hier oben. Das ist ein bisschen scheiße tatsächlich. Aber gut, geht halt nicht anders. Ich werde, glaube ich, eine komplette Provinz, wahrscheinlich hier bei Lyonnais, Mousselion, werde ich, glaube ich, komplett opfern und die nur so gestalten, dass ich da drin Einheiten bauen kann. Oh, ich habe die. Ich habe negatives Wachstum. Ach, Leute. Was ist denn? Ah, schade. Das Wachstum ist echt noch wichtig am Anfang. Aber ich kann jetzt mal so ein bisschen schauen. Ich glaube, ich erforsche jetzt mal den Ritterkodex. Was wird denn da oben abgerissen? Mittenheim kriegt Probleme hier oben. Wo? Hier wird gerade eine Stadt niedergerissen. Ja, das ist schon ein bisschen länger. Und das sieht irgendwo sehr chaotisch noch aus. Hier oben. Das sieht mir ein bisschen nach Chaos aus, was da passiert ist. Da oben wurde aber noch irgendwo eine Stadt abgerissen. Ich hab's doch gerade gehört. Aber egal. Kein Plan. Egal. Okay, dann bauen wir mal noch ein Ründchen. Zach, bang. Meinst du, ich kann, wenn ich den Hof höher gebaut habe, weil ich brauche ja noch die Mühle, das weißt du ja. Wenn ich jetzt den Hof auf die höchste Stufe gebaut habe, müsste ich doch die Mühle einfach abreißen und was anderes hinbauen können.
Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich wette mit dir, dass das funktioniert nicht. Daran haben die garantiert gedacht. Da wird der Hof auch abgerissen. Ja, oder der wird dann irgendwie, dass er halt das nicht mehr macht im Endeffekt. Dann meutern deine Bauern. Na gut, dann lassen wir das so. Kann ich schon wieder nichts machen. Hab mir ein Gebäude gegönnt, mehr ist nicht. Rittergelübde, oh ja, ich brauche das Rittergelübde und mehr marschieren. Das sind alles die Standardsachen hier am Anfang und go. Jo, ich werde auch nicht viel machen können. Erklärt folgende Fraktion den Krieg, Avaland. Nee, erstmal nicht. Was sind das immer für Aufträge? Diese Aufträge, die schwächen mich doch eher, als sie mir irgendwas bringen. Ich weiß. Die Aufträge sind in der Regel mal kacke. Vor allen Dingen denkst du dir auch immer, was soll die Scheiße? Wer kommandiert mich denn jetzt hier rum? Ich bin doch hier eigentlich der große Stratege. Wenn, dann gebe ich hier Aufträge raus. So sieht's aus. Ja, gib mir Geld und kämpf trotzdem für mich. So, mag mich denn noch irgendjemand? Ja, mich mag nur noch Kislev. Das ist doch auch nicht schlecht. Naja. Ja, Kislev ist ziemlich groß da oben. Die arbeiten sich immer mehr oben in die Lande von den Wagern und Skellingern rein. Tatsächlich sehe ich das nicht. Ja, ich sehe das komplett. Okay. Ha. Die sind jetzt schon... Moment. Hier ist ungefähr die Grenze oben bei den Skellingern von den Kislev. Okay. Nice. Ich meine, so prinzipiell gesehen sind mir die Mittelmenschen ja auch gar nicht ganz gut. Das heißt, es leben nur noch zwei Städte von den Wagern, wie ich gerade sehe. Oder drei. Okay. Vier. Na gut, okay. Fünf. Ach, na gut. Ich habe falsch gesehen. Na, dann ist es ja gut, dass wir wenigstens zum Teil legendär genommen haben, damit das Chaos nämlich umso stärker ist, wenn sie kommen, kriegen nicht weniger Verbündete. Ja, die Wager und Skellinger, die sind eigentlich ziemlich nervig, wenn dann das Chaos kommt. Ja. Oh, das war's schon wieder. Neues. Ich meine, die haben ja auch Truppen, aber die haben sie immer wieder weggezogen, die Skellinger. Ich habe zeitweise zwei komplette Armeen von denen auf dem Wasser gesehen. Da dachte ich mir auch so, ja gut, wenn die jetzt ankommen. Ich meine, gut, das sind immer Scheißtruppen. Aber trotzdem, so richtig geil ist es immer noch nicht. Aber sie wollen anscheinend nicht. Gut, Fraktion vernichtet Ostland. Oh, die waren auch bei mir. Laura entdeckt, ist mir Latte. Ist das nicht bei Bordeleone? Hm, auch keine Ahnung. Okay, also ich warte jetzt noch die eine Runde, du, und dann kannst du... Oder kannst du schon mit schnell... Nee, ich sehe, wie du weiterlaufen kannst. Okay, das wird nicht. Okay, nächste Runde, ich kann komplett rangehen. Das heißt, nächste Runde holen wir uns dann Mousselion. Ich kann ja mal kurz schauen. So, weißt du was? Der hat ja gar keine Armee mehr. Da ist gar nichts. Ich bitte mal trotzdem um Beistand. Ich gehe jetzt einfach mal ran. Ah, da drüben ist die Armee. Ich belager mal. Wie hat er denn noch als Truppenleuten? Ja gut, aber die ist auch voll im Arsch. Aber ich würde erstmal sagen, ich beende mal jetzt die Folge, weil die schon ein bisschen länger wird. Also vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal.